Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Grandia. Wir befinden uns fast am Ende. Ich werde hier gleich reinlaufen und ein bisschen vorspulen und dann blende ich noch so ein bisschen Musik ein. Weil in der letzten Folge bin ich ziemlich viel dumm herumgerannt. Wir haben uns das alles mal angeguckt, aber ich bin wieder rausgelaufen, weil ich nicht wusste, wo es lang geht. Jetzt versuche ich nochmal den Weg zu finden. Viel Spaß dabei, bis gleich. Alles Klärchenbärchen, was ich das letzte Mal hier falsch gemacht habe, ist, dass ich den falschen Weg genommen habe. Ich muss nicht nach oben, sondern nach unten. Ja, ich habe aus Versehen zweimal drauf gedrückt. Das war nicht so optimal von mir. Jetzt müssten wir in einem neuen Raum sein und da können wir auch gleich mal speichern. Also bis gleich. Wow, wir kriegen hier noch ein Item. Und hier liegen überall solche Sachen. Das ist ziemlich komisch. Ich muss aber erstmal was aus meinem Inventar ablegen. Gegenstände, was können wir denn da weglegen? Ich glaube, ich gehe erstmal auf Ausrüstung. Dann gucke ich mal, was ich da noch so ausrüsten kann. Denn wir haben ja noch ein paar Sachen. Das hier reduziert unseren Angriff. Wäre dann was für die anderen. So. Was hast du Schönes? Möchtest du ein Schwert haben? Das kann sie gar nicht annehmen. Jetzt mehr Power. Ich glaube, das gebe ich lieber Rab. Alles Zeug. Das Schwert macht ihn nicht wirklich stärker. Das hier macht ihn stärker. Das nehmen wir natürlich mit. Auch die Todesmaske hilft ihm nicht wirklich. Ja gut, dann Gegenstände. Einmal diese Stiefel und die mystische Maske, die brauchen wir nicht mehr. Dann können wir wieder Sachen mitnehmen. Mal sehen, was hier drin ist. Okay. Jede Menge Tränke. Okay. Ist jetzt überall eine Tür dazu? Brauchen wohl vier Leute oder was? Oder? Nö. Nicht, dass wir jetzt noch... Wow! Und jetzt? Hä? Kommen da jetzt immer mehr Gegner raus? Okay. Ja, sei es drum. Wo gehen wir jetzt lang? Links oder rechts? Ich bin jetzt nach links gelaufen. Mal sehen, was auf uns wartet. War das der richtige Weg? Hey, Stein. Verschwindet. Oh. Es scheint der richtige Weg zu sein. Das sieht ja ziemlich cool aus. In Ordnung. Ja, da geht's weiter. Aber was wäre auf der anderen Seite gewesen? Das fragt ihr euch jetzt. Oder ist es völlig unnötig, welchen Weg wir jetzt genommen hätten? Ich gehe mal im Turbo-Modus. Weil da kommen uns wieder so ein paar Skelett-Heinis in den Weg. Setzen wir ein. Komm, machen wir einen Flammen. Ach, ich wollte eigentlich Boom Power einsetzen. Das hat die sofort getötet. Na egal. Nietier kann ja nochmal einen Zap alle machen und dann sind sie auch weg. Das ist so lustig, wie die sich anhören. So. Ich kann das auch in meinem Programm machen, damit sich das so anhört, in meinem Videobearbeitungsprogramm, aber ich schneide das immer raus, diese ganzen Soundeffekte, weil dann läuft es auch flüssiger und dann kann ich auch deutlich höhere Zahlen. Oh, das brauche ich jetzt eigentlich. Blaue Pille, was macht das? Ja, weg damit. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier hinten. Natürlich. Wow! Nicht schlecht. Aber wir kriegen trotzdem das Ding da. Ich möchte wissen, was da drin ist. Und deswegen müssen wir nochmal was weglegen. Was hast du denn da? Todesmaske. Die können wir weglegen. Und danach die Pumps. Die brauchen wir auch nicht mehr. Und dann gehe ich erstmal wieder auf Benutzen, dass ich nicht zufälligerweise wieder auf Wegwerfen gehe. Engelrobe. In Ordnung. Hey, Trefferpunkte im Kampf. Das hört sich ja unglaublich an. Ich gebe das mal ein Lied hier weiter. Ich glaube, das kann nur eine Frau tragen. Das heißt, der Engelsrobe. Ausrüstung. Sie kann es tatsächlich tragen, aber ich gucke jetzt nochmal nach Justin und so. Ne. Das wird nicht viel bringen, oder? Doch. Na gut, dann kriegst du das. Und du, Moment. Sie könnte dann Raps
Werkzeug nehmen, den Nerzmantel. Zauber, warte mal, was macht die Zauberrote? Plus 1 gegen alle Zauber. Ich glaube, ich lasse mal Elite hier so, wie sie ist. Das wäre gar nicht mal schlecht. Gut, dass ich hier nochmal nachgeguckt habe. Ich gehe mal auf Volldampf. Da sind wir wieder. Jetzt können wir wieder normal machen. Gut, dass ich diese Funktion entdeckt habe. Jetzt geht's weiter, Leute. Irgendwann werden wir Gaia schon finden. Liegt noch ein bisschen Kohle. Der Kobold hat auch sein Geld hier versteckt. Leider nicht sehr gut. Das hat er niemals getan. Was ist in der Mitte? Was passiert, wenn ich da drauf drücke, hä? Nichts. Da ist noch hier eine Menge Geld, das mich nicht interessiert, weil wir sowieso am Ende des Spiels sind und ich nichts mehr kaufen möchte. Okay, ihr Kollegen, ihr wollt noch ein bisschen auf die Fresse, habe ich gehört. Drachenmenschen. Rapp ist dran. Ich habe ja noch eine neue Attacke, ne? Ja, das trifft nur einen Feind. Wisst ihr was? Wir setzen jetzt mal... benutzen mal normale Attacken. Ach, stimmt, ich hätte eigentlich was ganz anderes einsetzen sollen. So, jetzt kann ich meinen Boom-Power einsetzen. Bei Rapp hätte ich ja sein Geschoss einsetzen sollen. Das wäre viel besser gewesen. Was könnte die hier tun? Ein bisschen angeknabbert sind sie ja schon. Magische Kunst. Boom. Na, selber alle. Das geht ganz schnell. Dann sind sie auch weg. Komm schon, ich will jetzt endlich das Ende sehen. Ich will endlich meinen Endkampf haben. So episch, wie er auch sein soll. Ich bin so gehypt deswegen. Oh Mann. Jetzt wird's richtig krass. Komm schon, hier muss doch irgendwo das Herz sein. Ich laufe jetzt so lange hier rum. Hier ist schon wieder so ein Teil. Ich bin jetzt aber nicht im Kreis gelaufen, oder? Ja, aktivier das Teil mal. So, jetzt müsste der sich wieder umdrehen und es geht noch weiter runter. Ikarien 1. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Hier gibt's Geld. Mit Gegner. Da ist eine Tür. Guck mal kurz, da hinten ist ein Weg. Wir gehen erstmal, oh, ja, dann besiegen wir die hier nochmal. Ich möchte natürlich alles erkunden. Ihr kennt ja meine Erkundungswut. Diese Attacke wollte ich letztens einsetzen. Ja, mach mal hier gegen die Drachenmenschen. Wie gut wirkt das? Ziemlich gut. Und der liebe Justin macht Boom-Pow. Wir müssten ja eigentlich auch weg sein. Sein Schwert ist einfach awesome. Dann machen wir alle, oh, Lied hier aufgestiegen. Sehr schön. Freut mich. So, wir gucken natürlich noch hier hinten. Oh, nicht schon wieder so ein Raum. Den mag ich ja gar nicht. Ja, sollen wir dann erst da durch die Tür gehen? Ich habe so die Befürchtung, dass ich dann irgendwas verpassen würde. Ja, jetzt gucken wir halt einfach mal nach. Oh, nee, da geht's gar nicht durch. Haha! Wir müssen nämlich erst eine Aufgabe lösen oder Gegner besiegen. Man weiß es nicht. Oh, ich hasse dieses Teil. Wo sollen wir hin? Blau oder gelb? Ich mach mal... ja. Warte, ich spule das mal vor. Ja, ihr seht, das geht immer wieder in eine Richtung, die ich eigentlich gar nicht haben will. Jetzt sind wir im gelben Teil. In Ordnung, da ist... ein Kristall, ein weiterer. Oh, das hat ja viel gebracht. Oh, da geht's weiter. Kannst du den nochmal aktivieren? Okay, der geht wohl im Uhrzeigersinn oder was? Und jetzt? Ja, so wollte ich den haben. Und dann drücke ich da drauf. Oh, eine versteckte Tür. Und was ist das? Was ist das denn? Hä? Ein Teleport? Ein Teleport? Ikarien 4. Sag jetzt nicht, das Ding verschwindet. Ich bin mir... gerade ziemlich unsicher. Wo sind wir gerade? Das ist ziemlich komisch. Ikarien 4. Okay, jetzt passiert irgendwas. Endgegner, da ist einer dieser Gaia-Krieger. Ja, geh mal her. Wir müssen wohl die Gaia-Typen besiegen. Ihr wisst, die sind ziemlich schwierig, aber wir können es schaffen. Naja, vielleicht sind auch die Gaia-Krieger, die näher am Herzen sind, stärker. Oder Kämpfer, besser gesagt. Ich werde mir mal was erlauben. Und zwar werde ich mein Schwert benutzen. Also ein V-Slash. Weil wir haben jetzt das Geisterschwert. Das müsste doch eigentlich ziemlich Schaden machen, oder? Ja, 500. 500 Schaden hat unser V-Slash noch nie gemacht.
Gut, dass der Heilpunkt so nah bei uns ist, deswegen können wir unsere Zauber schön verbraten. Den haben wir ganz schnell down. Da müsst ihr nicht lange warten. Schade, dass Finan jetzt nicht bei uns ist. Sie könnte Weltende einsetzen. Ja, das wäre ein Traum. Roter Schreck. Die Spezialkunst von Nitir. Es gibt auch ordentlich Abzug. Keulenstufe hoch. Ach, sie hat ja Keulen, ja. Ich dachte, das wäre ein Stab. Was macht Justin? Einmal Drachensepp, bitte. Ich find's lustig, dass die Erdattacken so neandertalisch gehalten wurden. Pau, Boom-Pau und Baboom. So heißen alle Stufen der Attacken. Jetzt will ich mal sehen, wie viel der Drachensepp ihn abzieht. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass wir noch eine stärkere Attacke finden in dem Spiel. 1300. Nicht schlecht. Das macht uns nichts aus. Ein Feind verbrennen. Machen wir das doch mal. Diese Geiertypen kann ich nämlich überhaupt nicht leiden. Erdbeben. Ja, mach das mal. Wir hauen alles raus, was wir an Zaubern haben. Ja, seht ihr? Jetzt kriegt er auch Rap-Punkte dazu. Das ist ziemlich gut, diese Weste. Und deswegen habe ich die bei Lied hier auch nicht ausgetauscht. Hä, was hat denn Justin für eine Statusveränderung? Der Gaia-Kämpfer, der tänzelt da so um uns herum. Feuerbrenner. Ich dachte, er macht jetzt schon wieder eine Attacke, aber wir sind ja noch am Zug. Das erinnert mich ein bisschen an eine Attacke aus Chrono Trigger. Ich glaube, die heißt Antipode, wenn ich mich nicht ganz irre. Auch nochmal ordentlich Schaden. Was ist jetzt eigentlich mit Justin? Das gefällt mir gar nicht. Was hätten wir hier noch so im Angebot? Machen wir mal Sepp alle. Das müsste ihn auch ordentlich zusetzen. Und der gute Rab. Ja, so ein Brenner. Ah, so viele Punkte hat er leider nicht. Ja, machen wir das hier. Ich hätte tatsächlich mehr Mana-Eier an ihn verteilen sollen, aber ist jetzt auch wurscht. Wir schaffen es auch so ganz gut. Aber mich interessiert, was der jetzt für eine Veränderung hat. Was bedeuten die Blasen? Dass er schläft? Ich glaube, das heißt, dass er schläft. Kann es sein? Oh. Ach, die Attacke ist es mit den vier Bällchen. Ja gut. Ja, Justin, kommst du jetzt endlich mal wieder zur Besinnung hier? Oder der ist einfach ultra langsam. Aber er ist, glaube ich, auch wieder erwacht, ne? Machen wir das nochmal. So, Justin, zeig mal die Power deines Schwertes, hey. Das will ich jetzt mal sehen. Die machen hier alle so riesen Schaden und wir haben das Geisterschwert. Was? 8 Schaden? Oh Mann. Okay, lieber Rab, mach doch nochmal ein Feuerball. Und zwar nicht auf diese Arme, sondern auf den Körper, bitte. Da hätte ich mich von vornherein mehr drauf konzentrieren sollen, diesen Körper anzugreifen, statt die blöden Arme. Feuerstufe hoch, sehr schön. Jetzt ist endlich Justin dran. Was könnten wir einem... Oh, natürlich Drachen. Drachenspalter. Mit unserem Schwert, das neue Kraft hat. Damit machen wir erstmal kurzen Prozess. Rotes Gas. Jetzt pupst er hier wieder rum, hey. Schon wieder Statusveränderung? Nee. Das läuft noch. Rab, du könntest es jetzt beenden. Ups, was habe ich ausgewählt? Ja, nicht schieben. Noch 900 Punkte, kommen, die schaffen wir ganz ratzfatz. Feuertanz. Und er setzt Feuerball ein. Das wäre eher der Fireball. So. Nitir, was kannst du noch machen? Noch 400 Punkte, komm, das schaffst du. Machen wir doch mal den Diamantenstaub. Dann könnte es Nitir schaffen. Ja, 400 Punkte wären möglich, oder? Aber irgendwie bin ich noch nicht so ganz begeistert von dem Geisterschwert. Das sieht auch irgendwie ganz anders aus als das eigentliche Item, was wir gesehen haben. Das täuscht mich ein bisschen. Eher Story. Okay, Justin, zeig mir, was dein Schwert drauf hat. 120, das schaffst du ja wohl. Was, haben wir gerade 500 Schaden gemacht? Okay, ich nehme alles zurück. So kann man sich hören, was? In Ordnung, wir sollten öfters das Schwert so benutzen. Und Justin ist schon wieder fast aufgestiegen, Mann. Wir kriegen so viele EP-Punkte hier. Das ist echt unglaublich.
Okay, wir sind schon wieder bei so einer komischen Uhr. Sind wir von hier gekommen? Das kann nicht sein, oder? Dieses Mal zeigt es uns sogar gleich den richtigen Weg. Und hier ist eine große Tür. Ach stimmt, ich Idiot. Da sollten wir noch gar nicht reingehen. Denn ich muss mich ja erst heilen. Ich habe ja total viele Angriffe verbraucht. Gut, dass man hier nochmal zurück kann. Das sollten wir ganz schnell mal tun. Und ich sollte das auch speichern. Wo war jetzt das Ding? Hier, ne? Ja, sehr schön. Das heißt, ich heile mich mal kurz und dann sehen wir uns gleich. Ich kann es kaum glauben. Bald wird Grandia zu Ende sein. Das ist ziemlich krass für mich, denn dieses Let's Play ist schon so lange auf meinem Kanal. Es war ja das zweite Let's Play, das ich jemals angefangen habe, nach Chrono Trigger. Ziemlich krass und jetzt wird es bald zu Ende sein, nach fast einem Jahr. Okay, das sieht ziemlich nach dem Ende aus. Packen wir es an, Ikarien 3. Unsere Sicht ist schon vorher eingestellt. Und alles sieht nach Gaia aus. Oh mein Gott! Ist das Mulan und Fina? Schnell, wir müssen sie retten. Was ist das? Na, nein, ich darf nicht versagen. Nicht hier, nicht jetzt. Hilfe, hilft mir! Halte durch, Fina, ich komme. Justin! Okay, das regeln wir ganz schnell mit dem Geisterschwert. Hier ist meine Kraft. Wow, Gudrun's Secret Move. Seine Attacke. Damit kriegen wir die ratzfatz fertig. Haha, das ist ein Heldentum. Ich will dir helfen, Fina, Mulan. Jetzt erst verstehe ich, was Lin versucht hat, uns zu sagen. Die Geister werden uns segnen. Wir werden gemeinsam mit ihnen kämpfen. Wenn sich die Menschen und die Geister zusammentun, kann jedes Wunder geschehen. Wir können Gaia besiegen und eine neue Zukunft aufbauen. Justin, dein Schwert. Ich kann die Macht der Geister darin spüren. Dieses Schwert haben mir die Geister gegeben. Es wird uns eine neue gemeinsame Zukunft schaffen. Justin, zu guter Letzt, haben dich die Geister akzeptiert? Nein, das kann nicht sein. Die Geister vergeben nie. Die Sünden der Menschheit. Wie könnten uns die Geister jemals für unsere Taten vergeben? Mulan, die Geister haben uns niemals aufgegeben. Sie haben niemals aufgehört, uns ihre helfende Hand zu reichen. Wir sind es, die die Geister aufgegeben haben, Mulan. Genau wie du es jetzt tust. Was? So ein Quatsch! Justin, wozu dein ganzes Gerede? Beweis mir, dass es stimmt, was du erzählst. Zeig es mir mit deinem Schwert. Wie du willst, Mulan. En garde! Endlich kriegen wir den Kampf gegen Mulan. Darauf warte ich schon so lange. Du lachst hier nicht lange. Dieses Mal werde ich es dir zeigen. Und zwar greifen wir ihn ganz normal an. Wie viele Punkte er hat, oh doch, 2000. Gut, ich glaube, wir werden als erstes den Drachenmove machen von Gudrun, den wir gerade schon mal benutzt haben. Gudrun wird uns helfen. Und das Geisterschwert. Nimm das, Mulan. Am besten ein One-Hit. 300 Punkte, nicht schlecht, aber das könnte ich noch besser. Machen wir noch schnell eine Attacke. 100 Angriff. Das muss noch besser werden. Gleiches Mullen dran. Steiniger Drachen. Nicht schlecht. Eine Salve. 71 Schaden. Aber das schaffen wir schon. Okay, was könnten wir als nächstes einsetzen? Ich habe noch einige Sachen parat. Wir machen den Drachen-Zap. Oder? Was haben wir noch so? Wir machen den Drachen-Zap. Ich hoffe, wir schaffen es. Ja. Das wird ihn ordentlich zusetzen und ihn erstmal zurückschmeißen. Und zwar ordentlich. Und währenddessen können wir uns heilen. Wir haben nämlich ordentlich Heilzauber parat. Nimm das, Mulan. Du hast so lange auf uns herumgehackt. 550. Oh shit, ich schmeiß ihn nicht zurück. Ich muss mich schnell heilen. Okay. Halt alle TP der Gruppe. Das brauche ich jetzt. Nein! Er darf nicht angreifen. Schallknall. Nicht schlecht. Aber das schaffen wir gerade so noch. Justin ist dran. Schnell alle heilen. Oder reicht ein normales Einheilen? Halt ein paar TP. Alle heilen zwei. Halt viele. Ich mache das jetzt erstmal. Obwohl, wir sollten uns schon komplett aufladen. So, schnell schon. Ach, komm schon, Justin. Das schaffst du, das schaffst du, das schaffst du. Ach, komm schon, ach, komm schon. Es wird zu knapp. Boah, war das knapp. Habt ihr das gesehen unten rechts an der Leiste? Da müsst ihr mal drauf achten. Oder mal kurz zurückspulen. Das war ja echt hardcore. Jetzt wird er gleich nochmal angreifen.
Und dann werde ich ihm nochmal irgendwas hingegen setzen müssen. Steigender Drachen. Ach, habe ich vorhin steiniger Drachen gesagt? Nee, das stimmt ja natürlich nicht. So, Mann, Mulen ist echt schnell. Das muss man ihn echt lassen. So, was könnte ich hier einsetzen? Gar nichts mehr. Wir haben aber hier noch ein paar hübsche Zauber auf... Ein paar hübsche Zauber parat. Ich hätte noch meinen Gutsap mit heiligem Blitz. Das sollten wir tun. Er hat noch 1800 und wir haben nicht mal die Hälfte. Wir haben nicht mal ein Drittel. Wir haben nicht mal ein Zehntel von dem, was seine TP sind. Das ist einfach unglaublich. Und wir besiegen ihn trotzdem. Das kann ich euch verraten. 600 Schaden. Komm schon, Justin. Wir machen schnell alle Heim 2. Das müsste noch schnell klappen. Das müsste noch schnell klappen. Komm schon, Justin. Yes! Das heißt, wir werden nochmal komplett aufgefüllt. Ich hoffe es. Es müsste eigentlich genügend Punkte heilen. 120, ja, sehr gut. Schallknall, das zieht nicht so viel ab. Das können wir uns noch gerade so erlauben. Und dann können wir wieder eine große Attacke starten. Genügend Items haben wir auch am Start. Was machen wir dann als nächstes? Mit dem Feuer verbrennen. Heultornado. Okay, fast unsere besten Attacken sind aufgebraucht. Ich werde den Brenner einsetzen. Er hat noch 1100. Oder 1200 fast. Das sollten wir viel mehr reduzieren. Und Boompower haben wir auch noch, notfalls halber. Nimm meine Flammenmulen. Bam. 300 Schaden. Komm schon, nochmal. Yes. Jetzt noch irgendwas Schnelles. Was könnten wir da machen? Ob das hier schnell genug ist? Hier können wir leider gar nichts mehr auswählen. Okay, ich versuche es nochmal mit Boompow. Komm schon, Justin. Yes. Jetzt kriegen wir ihn ganz schön runter. Und wir müssten nochmal seine Stärkste, seinen steigenden Drachen standhalten. Wie viele Punkte? 250. Er greift an. Steigender Drachen. Okay, das musst du überstehen, Justin. Komm schon. Okay, jetzt sollten wir uns dringend heilen. Und er greift nochmal an. Oh Mann, nochmal alle heilen. Heilen 2, bitte. 77 Punkte. Komm schon, Justin. Danach können wir nochmal einen Angriff starten. V-Slash können wir auch nicht mehr benutzen. Das ist so scheiße. Wir bräuchten ein Item. Was? Er greift einfach so an. Aber er verfehlt? Was ist das denn? Dann könnten wir uns gerade ein Item erlauben, was? Warte, hat er uns angegriffen? Wir haben doch noch... Nee, wir haben 170. Was habe ich denn hier bei Gegenstände? Was hätte ich denn so dabei? Alle heilen halt Status bei einem Freund, Lebensdrang, Goldtrag, halt 30 SP der gesamten Truppe. 20 SP, wow. Das ist echt nicht schlecht. Hier war doch noch ein Goldtrank, aber den habe ich, glaube ich, nicht dabei. Blaue Pille. Ich glaube, die werfe ich mir jetzt gerade mal ein. Warum auch nicht? Dann können wir uns gleich noch... Dann können wir gleich nochmal angreifen. Er bereitet sich auf irgendwas vor oder schreckt er zurück? Jetzt kriegen wir erstmal Zauberkraft zurück. 20 auf alle Stufen. Wow, da kommt er schon wieder. Okay, dafür kann ich das jetzt wieder einsetzen. Moment, wie viele Punkte hat er überhaupt? Noch 600. Macht es ein Erdbeben? Ba-boom habe ich noch. Greift alle Feinde mit Explosion. Das mache ich jetzt einfach. Komm schon, Justin. Yes! Ba-boom, bitteschön. Erinnert mich an einen Charakter aus One Piece. Na, wisst ihr, welchen ich meine? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Yes, damit kriege ich dich, Mulen. Komm schon, 600 Schaden brauche ich. 490, damit kriege ich mit einem normalen Schwerthieb. Komm schon, Justin. Schnelldenker. Okay, was ist das? Das sieht ja richtig krank aus. Ist das eine Statusveränderung? Ja, es ist eine Statusveränderung. Aber wir kriegen dich trotzdem. Noch 116. Komm schon, mit deinem normalen Schwerthieb. Bam. Das war's, Mulen. Justin ist leider der Stärkere. Obwohl nur einer dasteht. Tja, er gibt uns leider kein Geld, weil er ein Arschloch ist. Aber trotzdem sind wir eine Stufe höher. Und wir haben bewiesen, was unser Schwert drauf hat und was wir drauf haben. Ah, Justin. This power. Have you been accepted by the spirits? Has a human been accepted by the spirits? So it was I who did not understand Lean. She put her trust in me.
How stupid I was. If I had realized this earlier, I wouldn't have lost Lean. No, Mullen. It's not too late. We were all wrong. And Lean knew that we would realize this. That's why she bought us time. Let's go together, Mullen. We can fight. If we all put our powers together, we'll be much stronger than Gaia. Can I fight once again? Have I, too, been given the protection of the spirits? It's okay, Mullen. Me and Justin. Mullen, you and Lean. All of us live in this world. If we all work together, therein lies the blessing of the spirits. To exhaust myself and fall in this place. That was the path that I was to follow. But my fate has changed. Let us open up a new future for Mother Earth. And for the people living on it. Let's go together, Justin. This time, I'll use my powers for all of you. Thank you, Mullen. Herr Mullen! Es sind wieder Mio, Saki und Nana. Sergeant Nana, was machen Sie hier? Sie sind doch suspendiert. Nana, was willst du? Ja, wir wollten zusammen gehen. Hier kommt Verstärkung, Justin. Ein neuer Wettbewerb. Ich habe die geheime Bestie herausgefordert. Justin, wir sind gekommen, um diesen Soldaten zu helfen. Vielen Dank, Justin. Es gibt weder Armee, Zivilisten. An alle Einheiten, in Position. Letzte Kampfvorbereitung fertig. Hey, was soll ich mit euch anfangen? Anscheinend muss ich mich hier um alles kümmern. So sei es denn. Ich gebe Deckung von außen, Justin. Fina. Brecht auf jeden Fall den Geisterstein auf. Okay, Mullen. Verstanden. Und Justin, Fina, kommt heil zurück. Sie auch. Jetzt liegt's bei dir, Justin. Sieht aus, als würden wir hier nicht gebraucht. Na gut, dann räumen wir mal auf. In Ordnung, Leute. Es geht weiter. Dieses Mal kann Gaia nicht vor uns fliehen. Gaia 1.